Hallöchen Leute, der Battle Bus startet und es geht los und wieder eine neue Runde von Fortnite. Auf meinem Kanal seit 6 Monaten. Brr. Ja, Star Wars Update ist gestern rausgekommen, war richtig geil. Ja, es gibt einen Blaster und 3 Lichtschwerter. Ich habe mir Anakin Skywalker direkt schon geholt. Und ja, wir landen direkt dort. Ich hoffe, wir werden nicht gekillt. Ne, die haben es schon bemerkt. Hier direkt die Chest, so sieht sie aus. Immer noch die Darth Vader Chest von Kapitel 373. Hier ist der das D15 Blaster Gewehr. Stabiles Gewehr. Ich muss immer noch sagen. Hau mir gerade ein paar Minis rein. Ich habe ziemlich lang mein Video aufgeladen, wisst ihr ja. Und hab halt. Wo ist neues Spaß? Hab ich auch noch nicht gesagt, ist mir durch den Kopf gegangen. Aber okay. Ich bin definitiv besser geworden. Brauch aber nur eine normale Chest jetzt. Bett. Yo! Da sind immer noch ein paar andere. Jetzt dominieren wir kurz noch die Lobby. Fällt da bestimmt was an. Dead. Digga. Rechten, peace. Überall halt ein paar Lichtschwerter bei der ersten Sonne, die komplett zu ist. Da haben wir Anakin Skywalker, Dings, Obi-Wan, Kenobi und dann noch Darth Maul. Und die geben halt verschiedene Lichtschwerter. Das erste von Anakin Skywalker zieht Gegner her. Und das von Obi-Wan drückt Gegner weg. Aber das krasseste ist von Darth Maul, das macht direkt gefühlt so richtig großen Felsenregen auf ein paar Leute. Werdet ihr vielleicht sehen. So allem das gleich spawnt. Let's go! Wenn ihr Bock. Und wir sind Tresor, wenn ihr Bock habt auf Dings. Bock habt auf ein Spin-Review, dann schreibt es einfach in die Comments. Ja, es ist Obi-Wan. Der gibt immer grün. So. Und es ist einfach geil. Also, möge die Macht mit dir sein. Die nehmen wir auf uns selbst. So. Und jetzt kommst du raus aus dem Portal. Hast es erlernt. Und dann ist es schwer. Sehr geil. Hier. Möge die Macht mit dir sein. Das ist geil. Du kannst jetzt springen, kannst so was schieben, so Enemies wegschieben. Bei Anakins Lichtschwert ist halt so, du kannst da Gegner ranziehen, aber Leute sagen, dass die dann irgendwie ein Lasting Pumpet dadurch kriegen. Also ist das Blau auf Platz 3, Grün auf Platz 2. Kommt drauf, wie man es benutzt, vielleicht kann man sich eins die Enemy aus der Box ziehen. Aus der Box ziehen. So, ich finde das Cycle richtig nice. Und ja. Ah ja, bester Tipp. Nehmt Schubsaft. Nehmt das Lichtschwert. Springt doppelt. Bringt einfach viel mehr. Okay, ja, hier sind noch die Icons. So. Da ist noch das Rote, aber hier sehen wir Anakin Skywalker und das Lichtschwert. Kann halt eben Leute sich heranziehen. Das in dem letzten Video. Aber jetzt, du kriegst auch keinen Damage. Nutz deine Wut, du gehst rein. Oha, was ist mit dem Chicken gerade passiert? Ich komm weg mit dem Laserschwert. Joe, was hast du gemacht?
ist geil, ja. Sehr geil. Oh, ne, nice Pump. 90. Das kriegt halt Sachen mit. Hä? Ja, die gelten gleich. Oh, es klappt mit jedem Lichtschwert. Es geht einfach nur darum, ob man es erlernt hat. Das ist geil. Also immer beim Darth Maul was lernen, dann kann man auch mit den anderen was anfangen. Oha, das ist einfach geil. Habe ich noch gar nicht bemerkt. Du willst einen Fight haben? Schwer? Dann ja! Star Wars gewinnt immer! Ab geht's nach oben. Well, I'm good to go. Hier hat jemand Sniper umgedroppt oder so. Dead? Porter Sniper. Mal sehen, ob Porter Sniper auch Sniper Moon hat. Sieht gut aus. Nice. Oh, die Sonne ist da komplett hinten. Oh. Komm raus und krieg einen Headshot. Wir verfolgen den einfach. Bitte kann ich den aus der Luft kriegen. Vielleicht Headshot. Wo? Hm. Ja, manchmal ist das einfach schlecht. Digga, so unlucky ist in der Zone, da so abgesniped wurde, ne? GG. Und das war's mit dem Video. Ciao.